Horgu! Da bin ich wieder. Ich habe mir gedacht, wir machen heute nochmal was Gescheites. Dachte mir, wir machen nochmal was gestern nicht so gut geklappt hat. Ich habe mich heute den Tag über ein bisschen schlau gemacht, wie das ordentlich funktioniert. Und heute zeige ich euch, wie es richtig geht. Hoffe ich zumindest. Guck mal, das sind die Vors. Warum geht mir Twitch eigentlich so auf den Sack? Mit diesem Kack-Einlog-Pop-Up? Sekunde. Wo geht's weg? Exzellent. Ah, jetzt ist es aber zu dunkel. Wie kriegen wir die Seite wieder normal hell jetzt? Kann man auch nichts anklicken. Ziemlicher Sack. Okay, Fivehatter. Serious Max, wo bist du? Ich brauche hier HTML Fivehat Kenntnisse. Ich habe keine Ahnung. Section? Layout. Okay, das ist alles gleich dunkel. Also muss es ja irgendwas damit zu tun haben. Irgendwas mit der Section, hä? Okay. Wir fixen den Twitch-Chat jetzt schnell. Background, Chatroom. Keine Ahnung. Alter, die gehen mir auf den Keks, Mann. Twitch. Müssen wir jetzt doch wieder incognito Tab machen. Dann gehen wir hier FFZ Control Zentrum. Jetzt ist der ganze Krempel wieder auf Deutsch. Moment. Ich brauche den Song nochmal. Geht nur 2 Minuten. So, sichern, wiederherstellen, Sicherung wiederherstellen, Downloads, FFZ Import. Yes. Excellent. Du. Ja, Twitch möchte, dass ich mich anmelde. Pepega Twitch. Du. Arch, by the way. Also, wir machen heute tatsächlich was Sinnvolles. Und zwar folgendes. Ich könnte mir vorstellen, ein paar von euch waren gestern im Stream dabei, wo wir uns ein bisschen mit Terraform und Google Cloud abgequält haben. Ich habe heute den Tag nach dem Stream ein bisschen genutzt. Ich habe so heute Mittag mir das Ganze angeschaut, mal für so 3-4 Stunden. Und ich glaube, ich blicke jetzt ganz gut durch. Ich will mir allerdings nicht die Lorbeeren hier alleine geben. Ich habe auch ganz gute Tutorials gefunden dazu, was Google Cloud und Terraform angeht. Manche Sachen sind tatsächlich nicht so ganz klar. Zum Beispiel, wie man Ressourcen miteinander linkt. Also zum Beispiel, wenn man eine VM anlegt, wie man dem ein ordentliches Netzwerkinterface gibt und ohne das immer wieder von Hand angeben zu müssen. Das ist alles nicht so logisch auf den ersten Blick. Aber gut, man. Ja. Was ist das schon, ne? Machen wir ein bisschen wupp an wieder. Was auch noch massive nice ist, der hier. Hast du noch Kontakt zu Dr. Kaboom? Lange her? Also, das letzte Mal hat er irgendwann letztes Jahr versucht anzurufen, da habe ich nicht gesehen, dass er angerufen hat, hat ich eine SMS geschrieben, da hat er dann nichts mal geschrieben. Also nee, lange nicht mehr. Du. Ja. Leute, ich quäle euch jetzt nicht mit 18 Minuten 8-Bit Musik, aber ein bisschen muss ich mal laufen lassen.
Genau. Also, ihr erinnert euch vielleicht noch an das, was wir gestern gemacht haben. Wir haben versucht, hier ein paar Sachen über Terraform in der Google Cloud zu provisionieren. Und ich mache das mal wieder auf. Und wir werden heute was Ähnliches machen. Allerdings, heute zeige ich euch, wie man es richtig macht. So. Wo sind wir hier stehen geblieben gestern? Sollte ich nicht irgendwo in der History was haben? Open Recent? Moment, haben wir da gar nichts angelegt? Hä? Moment, wo waren wir denn? CD? CD? Repos? Hemp? Hä? Haben wir da gestern gar nichts angelegt? Müssen wir doch haben. Bin jetzt total hängen geblieben. Wo haben wir es denn? Ich glaube, ich habe das wieder gelöscht. Kann das sein? Ich habe das wieder weggeschmissen. Ah, ich habe das wieder weggeschmissen. Okay, alles klar. Das ist aber auch nicht schlimm, weil wir brauchen es heute nicht. Und weil ich so confident bin heute, dass das was wird, erinnert mich an das, was ich gesagt habe am Ende des Streams, packe ich das Ganze sogar in ein Git-Repo, wenn ihr wollt, was wir heute machen, dass ihr euch das angucken könnt. Soll ich? Aber wir fangen erstmal an, oder? Wir fangen erstmal an, bevor ich ein Git-Repo mache. Ich glaube, wir gucken erstmal, wie weit wir kommen, Boss-Champ. Wir gucken erstmal, wie weit wir kommen. Wir können ja schon mal ein Repo anlegen, ja? Mkdir, ja, wie nennen wir den Krempel denn? Komm hier. Terraform? Oder sollen wir es mal. Nennen wir es mal so. Weil das ist im Endeffekt das, was wir machen. So, ich mache jetzt mal ein bisschen andere Musik an. Lass mal gucken, was haben wir hier. Epic Chill Step Collection. Das ist so richtig aus MW2-Zeiten sowas, wer sowas da noch gehört hat. Ich meine, das gibt sich heute keiner mehr. Das ist nicht mehr im Trend. Wupp, 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 wupp. Egal. Es chillt. Ob es nicht zu laut. Ja, passt. Ja, müsste eigentlich gehen. Haftbefehl. Hey, ich würde ja ab und zu mal gescheite Musik spielen, was nicht jetzt unbedingt Haftbefehl wäre, wenn ich nicht Monkatross-Probleme bekommen würde auf Twitch. Ich könnte ein extra so einen Wort-Audiospur-Austausch-Ding machen. Na gut, wie dem auch sei. Also, wir werden heute Folgendes machen, Leute. Ich sag's euch. Wir werden das heute ganz ordentlich machen. Und zwar, wir gehen in die Google Cloud. Dort werden wir mit Terraform. Wir legen uns auch ein neues Projekt an. Und dann, dass wir sehen, dass das alles reproduzierbar mit Terraform funktioniert. Wir legen heute eine Jump-VM an, um in die private Netze auf der Google Cloud zu kommen. Wir konfigurieren den Google Provider in Terraform. Wir legen ein Netzwerk an, wir legen ein Subnet an, wir legen einen Router an, wir regeln NAT-Regeln an, dass man nach außen kommt. Wir legen Firewall-Regeln an, dass man per SSH reinkommt. Wir legen ein Kubernetes-Cluster an, wir legen Kubernetes eine Audiospur mit den Weisheiten von Homelander. Was? Nee, ich brauche irgendwas ohne Gerede. Ein Kubernetes-Cluster mit einem extra Kubernetes-Cluster-Node-Pool und mal gucken, wie weit wir kommen, ja. Und das Ziel ist, dass das alles auf Knopfdruck in einem neuen Google Cloud-Projekt aufgebaut werden kann per Terraform und kein Rumgeklicke im Webinterface. Das heißt, damit wir jetzt Login, GCP, damit wir das auch ordentlich machen können, klar, das schaffen wir und alles easy schaffen wir das heute im Stream. Leute, ihr vergesst eine Sache. Es ist immer ein Unterschied und das müsst ihr ja, soll ich sagen, zugeben, dass das so ist. Es ist ein Unterschied, ob ich im Stream selbst Sachen neu ausprobiere oder mir das vorher angeguckt habe. Wenn ich mir das vorher angeguckt habe, geht das in der Regel deutlich strukturierter und schneller, als wenn ich keine Ahnung habe.
Ja, also immer wenn ich mir neue Sachen angucke, ist das planlos und wenn ich Sachen mache, die ich mir vorher schon angeguckt habe, geht das meistens relativ schnell. Doch, kann sein. Ich weiß es nicht genau. Also ich zeige euch heute, wie es richtig geht, Terraform mit Google Cloud. Denn wie gesagt, ich habe mich schlau gemacht, ich habe offstream das Ganze mir noch ein bisschen angeschaut und mir gedacht, und im Stream zeige ich das jetzt und wir verfeinern das ein bisschen zusammen. Ich glaube, es ist die bessere Variante, wenn ich mich vorher ein bisschen schlau mache und wir das dann im Stream zusammen verfeinern. Wie gesagt, ich will auch nicht so sehr die fremden Lorbeeren ernten. Ich habe mir ein Video dazu angeguckt heute, was sehr hilfreich war, nämlich so ein paar Kniffe, wie man ordentlich ein Kubernetes-Cluster anlegt. Und zwar habe ich mir angeguckt auf YouTube GKE Terraform. Das habe ich einfach mal eingegeben und habe ein ziemlich gutes Tutorial gefunden. Ich glaube, das hier. Das heißt, inspiriert von dem, was er da gemacht hat, ich habe das ein bisschen angepasst für das, was ich brauche. Ein paar Sachen mache ich nicht, also zum Beispiel diese ganzen extra Accounts, die er angelegt hat. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht gar so sehr fremde Lorbeeren ernten. Wir machen es auch in einer anderen Zone und sowas. Und Logging und so Gezeug machen wir auch nicht an. Aber da habe ich mich heute ein bisschen schlau gemacht und mir auch die Examples von ihm angeguckt. Und das auch schon mal so aufgebaut, wie ich es denn brauche. Weil es ist tatsächlich gar nicht so einfach, da durchzublicken. Oh fuck, ich bin nicht mal eingeloggt. Okay, Zack. Wir sind gleich, hier gibt's gleich wieder was zu sehen. Clipboard ausschalten. Sekunde, ich muss mal kurz mein Passwort und Mail copy. Hey, aber die Mail ist nicht schlimm, die Mail habe ich schon geleakt. Aber das Passwort will ich nicht unbedingt leaken, ehrlich zu sein. Ihr seid schon drin. Nice. Nichts anderes habe ich von euch erwartet, Chat. Nichts anderes. Ihr seid einfach die geilsten Hackermans überhaupt. Da kann man einfach nichts machen gegen euch. Chancenlos. Best Practice Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn schon. So. Ich bin wieder da und ihr seid hoffentlich auch wieder da und zwar ich bin eingeloggt in der Google Cloud. Zack, nee, da, zack. So, wir haben hier ein Projekt mit dem tollen Namen Kekkel. Da werden wir heute nichts drin machen und ich probiere es nochmal mit dem Dark Reader, aber ich fürchte, es ist einfach schon komplett broken. Es ist so broken, dass ich es noch nicht mal mehr einschalten kann mittlerweile. Gibt es irgendeine sinnvolle Alternative zum Dark Reader? Ja. Wo liegen die Skripts? Ich glaube, lass mal gucken, ob die überhaupt irgendwo liegen. Wuplos.files. Die könnten hier irgendwo liegen. Repos, Scripts, Shortcuts. Hier liegen die. Hier liegen die. Aber nicht alle. Die meisten davon gehen übrigens auch gar nicht. Das ist zum Beispiel leer. Hier, Fenster zum Killen. Und das zum Clipboard-Toggeln ist da drinnen. Ansonsten, glaube ich, wird da gar nichts verwendet. Ja, also, wir haben hier ein Projekt mit dem vielverheißenden Titel Kekkel. Das werden wir nicht verwenden, weil ich wollte euch ja zeigen, wie man das macht, wenn man komplett neues Projekt in der Google Cloud anlegt. Also, dass ich gar nichts jetzt hier von dem vielleicht verwenden könnte, was ich im Vorfeld schon ausprobiert habe, dass das alles schön über Terraform provisioniert wird. Wir machen das Ganze mal auf in einem extra Fenster. Das heißt, wir legen jetzt ein neues Projekt an. New Project, Chat. Ich brauche einen tollen Namen dafür. Wir nennen es nicht My Project 94176 1474, sondern wir brauchen mal was. Wer ist denn gerade, gibt es eine Möglichkeit, das rauszubekommen? Wer ist der am längsten subscribede Zuschauer, der gerade da ist? Wahrscheinlich der Sirius Max oder sowas. Da ja, gibt es ja teilweise Leute, die sind schon ewig dabei. ...31 Monate.
Was erst später. Ich bin mir nicht sicher, ob man sich das auflisten kann. Okay, Name ist im Prinzip Projekt Champ. Flamongo, dankeschön für den Sub. Ja, komm. Projekt. Sei es einfach Projekt. Nee. Es heißt, komm, wir machen es gar nicht. Wir machen so wie gestern. Wir nennen es einfach Stream. Ja. So, gut. Keine Organisation. Projekt-ID. Edit. Man kann hier. Es muss, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Projekt-ID muss Unix sein. Weltweit. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ich glaube, die muss Unix sein weltweit. Also im Prinzip können wir sowas machen wie hier, wenn man das hier gleich nennen will, Projekt-ID und Projektname, könnte man jetzt irgendwie sich was ausdenken. Hier, Kackle-Stream. So, und jetzt gucken wir mal, ob das schon irgendjemand anderes genommen hat. Hey, Kackle-Stream is available als Projekt. Nice. Da sind wir mal so. Kackle-Stream 1. Massive-ID. Besser kann es nicht heißen, das Projekt. So, bla bla bla. Yep. Ihr seht, ich habe im Vorfeld schon ein bisschen ausprobiert. Zack. Zack. Kackle Stream 1. Da sind wir. So, neues Projekt. Es ist noch nichts enabled. Keine VM-API eingeschaltet, wie ihr sehen werdet. Ja, so ist, so wie das halt ist, wenn man ein neues Projekt anlegt. Keine Kubernetes Workload, sonst was eingeschaltet. Nichts. Das werden wir jetzt alles zusammen konfigurieren über Terraform. Und wie gesagt, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von dem, wie der Typ das im Video gemacht hat. Ich fand, das ist eigentlich eine ganz sinnige Geschichte. Der hat die Dateien durchnummeriert. Es ist zwar für Terraform letztendlich egal, wie die Dateien heißen, weil Terraform wurstet alle Dateien zusammen in quasi ein großes globales Ding und applied das dann. Aber es ist zum strukturierten, zum Denken, dass man nichts vergisst, gar nicht verkehrt. So, wir fangen an mit einem Jump House als VM. Wir machen weiter mit einem, ja, sowas in der Richtung. Ja. Also das werden wir jetzt auch machen. Chat, bevor wir anfangen, soll ich euch nochmal kurz erklären, was Terraform ist? Bevor wir jetzt Terraform machen, für alle, die nicht wissen, was Terraform ist, soll ich nochmal erklären, was Terraform ist? Pause, Champ. Erde formen, ja, genau, das ist es. Wir formen die Erde, Klimawandel ist nicht mehr. Wir haben das alles umgeformt, easy, Welt gerettet, Wublo Stream Fivehead. Ist wie bei ChatGPT. Hätte auch keiner ChatGPT erfinden müssen, wenn sie allen Wublo Stream Chat gekannt hätten. Also ich erkläre euch kurz, was Terraform ist. Wir gucken mal, was Terraform selbst dazu sagt. Terraform bei HashiCorp. Ich weiß immer noch nicht, wie man die richtig ausspricht. Das ist übrigens der Vagrant-Erfinder, der das gegründet hat. 2014 oder sowas in der Richtung. Zumindest Terraform sagt über sich selbst, vergesst das mal mit Cloud. Das ist ein bescheuertes. Hier, das ist. Terraform ist ein Open Source Infrastructure as Code Software Tool that enables you to safely. Okay, das ist. Wenn du nicht weißt, was es macht, weißt du es danach auch nicht. Oder, seriously, wenn du keine Ahnung hast, was es machen soll, dann hast du ja auch keine Ahnung danach. Also, Terraform ist ein Tool, was verschiedene Cloud-Provider unterstützt und wo man quasi reproduzierbar Cloud-Infrastruktur mit aufbauen kann. Jeder Cloud-Provider hat ja so seine Besonderheiten, wie man Sachen anlegt. AWS, Azure, Google, das abstrahiert Terraform ein bisschen. Wobei man sagen muss, man konfiguriert Terraform schon unterschiedlich je nach Cloud-Provider, aber der Vorteil ist, es gibt zwei Varianten, wie man das Ganze machen kann. Mal angenommen, ich möchte in der Cloud 10 VMs anlegen. Ja, 10 virtuelle Maschinen. Und das ist jetzt ein simples Beispiel, gebe ich zu. So, da gibt es jetzt die Möglichkeit, ich gehe ins Web-Interface, zum Beispiel bei Google, gehe hier auf Compute Engine, VM Instance, klicke auf Create. Ja, gut, ich gehe nochmal kurz in das andere Projekt rein, dann könnt ihr es sehen. So. Habe ich die disabled? Ich kack nur wieder. Na geil.
Ja, gut. Ja, ich gehe hier rein, ich aktiviere die API, ich klicke auf Create VM und das mache ich 10-mal von Hand. Und dann habe ich das nächste Projekt, da klicke ich das. Gut, dass wir ein neues Projekt angelegt haben. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem Projekt verkehrt ist, aber okay. Das ist Google Cloud-Sache, das muss man manchmal nicht so hinterfragen. So, und da würde ich dann meine 10 VMs durchklicken und immer wieder. Oder ich definiere Act, ja, genau, bestimmt. Oder ich definiere diese 10 VMs in Terraform oder kann ich immer wieder das gleiche Terraform-File laufen lassen, es kommen am Ende die 10 VMs raus. Und das Schöne an Terraform ist, ihr werdet es gleich sehen, wenn ich es benutze, für alle, die es noch nicht kennen, was es genau macht. Und das Schöne an Terraform ist, ich kann mit Terraform auch die Infrastruktur, die ich angelegt habe, einfach wieder rückgängig machen. Also wenn ich die 10 VMs wieder entfernen will, muss ich die auch nicht wieder löschen im Webinterface, sondern sage einfach Terraform Destroy und es ist wieder weg. Also es ist, um reproduzierbar Cloud-Infrastruktur aufzubauen oder eben zu professionieren, wie das die coolen Leute sagen. Und das Stichwort, was man kennen muss, wenn man im Vorstellungsgespräch glänzen will, ist IAC. Das heißt Infrastructure as Code. Die coolen Leute sprechen das schon gar nicht mehr Infrastructure as Code aus, sondern IAC. Also wenn ihr alle normalen, die noch normal ticken, im Hirn verwirren wollt, dann sagt ihr, ich kenne mich auch mit IAC-Tools aus. Da weiß auf den ersten Moment immer keiner, was gemeint ist. Auch wenn es alle coolen Leute mit IAC abkürzen. Infrastructure as Code. Also sprich IAC. Nicht IAC. IAC. So, genau. Falls du fragen willst, was der ich wusste, dass du das fragen willst. Mein Chat hat nämlich noch gar nicht geladen. Ich wusste, dass du das fragen willst. Das ist eines der meistgestellten Fragen überhaupt, wenn es um das Thema Terraform geht. Was ist der Unterschied zwischen Ansible und Terraform? Die beiden Tools haben gar nicht so viel miteinander gemein, wie es auf den ersten Blick aussehen mag. Terraform, also es gibt gewisse Überschneidungen, aber sagen wir mal so, 80% Terraform, 80% Ansible und 20% Überschneidung vielleicht, wenn es hochkommt. Also, Terraform ist ein Tool, mit dem man Infrastruktur anlegt. Ja? Zum Beispiel, provisioniere mir ein Kubernetes-Cluster in Google Cloud, lege mir in Azure 10 VMs an, erstelle mir bei AWS eine Datenbank und irgendwie lass 5 Container-Images laufen. So. Das mache ich in Terraform. Hier, leg mir Storage-Buckets an und sowas. Also ich definiere in Terraform meine Infrastruktur und lasse Terraform die Infrastruktur managen, anlegen, ändern und löschen. Terraform hat auch einen lokalen State, also sprich Terraform merkt sich, was es gemacht hat und erkennt Änderungen. Wenn irgendjemand von Hand dran rumgespielt hat, kann man das Ganze wieder überbügeln. Also Terraform ist zum Anlegen der Infrastruktur. Ansible ist zum Konfigurieren von VMs zum Beispiel. Ja. Ansible ist zum Konfigurieren, Terraform ist zum Anlegen. Zum Beispiel, mit Terraform würdest du 10 VMs erzeugen in der Cloud und mit Ansible würdest du dann die 10 VMs, wenn das notwendig ist, im Detail Linux-seitig konfigurieren. Meistens braucht man das aber, wenn man es gescheit macht, mittlerweile gar nicht mehr, weil in der idealen Welt sollte Cloud-Infrastruktur möglichst stateless sein, was es natürlich im praktischen Anwendungsfall auch nicht ist, ja. Aber in der Theorie. Also am besten ist, du brauchst gar kein Ansible mehr. Wenn du komplexere Konfigurationen machen willst, dann ist Ansible immer noch das Beste, weil mit Terraform kannst du deine angelegten VMs nicht konfigurieren. Das höchste der Gefühle in Terraform ist ein Cloud-Init-File und in dem Cloud-Init-Files Custom-Bash-Scripts. Was natürlich irgendwie ein bisschen laggt versus Ansible. Dafür ist Infrastruktur professioniert um Längen besser in Terraform, allein schon wegen State-Tracking, was Ansible nicht macht. Ja, so könnte man es vielleicht umschreiben. Ja. Ja, Helix, hat man verstanden, denke ich, oder? Also, es sind zwei unterschiedliche Tools für unterschiedliche Anwendungsgebiete, wenn sie auch ein bisschen Überschneidungen haben. Gut, also, dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir haben ein neues leeres Projekt. Das heißt, das allererste, was man machen muss, wenn man Sachen in der Google Cloud über Terraform anlegt, ist den Google Provider konfigurieren. Das machen wir.
folgendermaßen, wir legen eine Datei an. Das habe ich jetzt, ich lasse mich jetzt mal inspirieren von dem Video, was ich heute geguckt habe. Der hat die Dinger nämlich auch so benannt. Also, das erste, was wir anlegen, ist Config für unsere Cloud. So globale Config. So, und das nennen wir jetzt mal Provider.terraform. So, da gibt man zum Beispiel so Sachen an wie Projekt-ID, Region, Zone, dass man überhaupt Google Cloud verwenden will. Und eine Sache, die werde ich jetzt schreiben ins Terraform-File, aber dann müssen wir, bevor wir anfangen, eine Sache im Web-Interface von Hand machen. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum, weil das ist so ein kleines Henne-Ei-Problem. Wir werden nämlich heute auch unseren Terraform-State sinnvoll managen. Okay, also wir legen eine Variable an. Variable heißt hier Project. Project-ID. Übrigens, das habe ich übernommen aus der Sache gestern. Description, Project-ID. Dann kopieren wir uns das Ganze noch ein paar Mal. Also, wir brauchen die Projekt-ID, wir brauchen die Region und wir brauchen die Zone. Wir sind faul. So. Und ID kommt weg. Das ist nur eine Variable, da steht aktuell noch nichts drin. Wenn man Default-Value reinschreiben will, kann man das Ganze so machen. Wollen wir aber nicht. Jetzt müssen wir den Google Provider konfigurieren. Das ist auch relativ easy. Da sagen wir Provider, Google. Wir wollen die Google Cloud verwenden. Und jetzt müssen wir angeben, auf welches. Übrigens, gebt nicht so viel auf dieses Terraform Autocomplete. Das ist ziemlicher Rotz, habe ich mittlerweile auch schon mitgekriegt. So, war Project ID und Region wollen wir verwenden. Region. Oh. Jetzt müssen wir natürlich noch das Ganze füllen mit Variablen. Es gibt zwei Varianten. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ich das Ganze laufen lasse. Terraform init. Terraform apply. Dann fragt er mich nämlich, ey, was soll ich denn benutzen? Aber ich will das ja nicht jedes Mal von Hand angeben. Ja, das ist relativ pipiger. Also ich müsste jetzt quasi bei jedem Start Projekt-ID und solche Geschichten von Hand angeben, will ich nicht. Deswegen brechen wir mal ab. Und machen das folgendermaßen, wir legen ein, das kann ich aber nicht merken, Terraform TF war's, heißt glaube ich an, ein File mit Variablen drinne. Ich muss mal kurz spicken, wie man das, ja okay, easy, so machen wir das. Genau, also in das Variablen-File schreiben wir jetzt rein, was wir für diesen speziellen Fall denn verwenden wollen. Wir haben eine Projekt-ID, die sich Kekkle Stream 1 nennt. Wir benutzen die Region Europe West 3, was für Frankfurt steht. Also das hier kann man hinschreiben, das ist Frankfurt. Und das hier ist auch Frankfurt, ja. Also, der Unterschied zwischen einer Region und einer Zone ist, eine Zone ist quasi eine Unterregion. Es gibt quasi die Google-Geschichte in Frankfurt, gibt es Europe West A, Europe West 3B, Europe West 3C. Moin, Michael, 50 Trillionen. Hast du eine Null mehr mittlerweile im Namen? Das sieht irgendwie anders aus. Das ist nicht mal normal. Da stimmt irgendwas mit deinen Nullen nicht heute. Hast nicht. Hast du eine Null weniger vielleicht? So, also jetzt können wir hier angeben, wo wir unsere Sachen aufbauen wollen. Wohlgemerkt, aktuell macht das Ganze noch gar nichts. Wir füllen einfach diese Variablen. Das hat den Vorteil, mal angenommen, ich möchte jetzt in einem anderen Projekt exakt das gleiche aufbauen, dann würde ich einfach die Variablen anpassen und das laufen lassen und schon hätte ich in einem neuen Projekt auch alle Ressourcen provisioniert, die ich hier drinne anlege. Das ist jetzt im Prinzip Vorarbeit, die wir machen müssen. So. Wie kriege ich raus, welche Stadt welche Regionsnamen hat? Einfach googeln. Nicht ABS. Einfach googeln. Guck, da steht hier, Frankfurt. Ich muss Darkreader anmachen, Leute. Ich drehe am Rad ohne Darkreader. Ist mir einfach zu hell. So, also das steht hier. Guck, wenn ich jetzt nach Frankfurt suchst, da siehst du, Europe West ist Frankfurt. Und die anderen sind London. Und dann gibt es noch Italien. Dann gibt es noch Belgien. Dann gibt es, was haben wir hier? Spanien, Madrid. Ah ne, das ist schon Southwest. Okay, ja, Europe West gibt es sonst nicht. Vier, ah ne, hier. Es gibt noch Niederlande.
Und dann haben wir noch Zürich in der Schweiz. Milan, Paris. Ja, also die Sachen gibt's wohl anscheinend. Kannst du offiziell gucken bei denen in der Tabelle, was das oder was liegt. So, und eine Sache, das habe ich gestern ja auch schon gesagt, man muss bei Google ein bisschen vorsichtig sein, wann man Regionen und wann man Zonen nimmt. Es kommt manchmal vor, wie gesagt, genau das Gleiche. Erklärst du auch ein bisschen was zu Terraform, wie das so funktioniert? Ja, mache ich. Also zumindest beim Anlegen von den Ressourcen. Aktuell haben wir noch nichts gemacht. Ja, es gibt manchmal bei Google, dem Provider hier, also bei dem Terraform-Provider von Google, gibt es manchmal die Einstellung, dass man angeben kann Location. So, und bei Location kann man entweder eine Region oder eine Zone eintragen. Der Unterschied ist, wenn ich eine Zone eintrage, dann wird die Ressource nur einmal aufgebaut, nämlich genau da. Wenn ich eine Region eintrage, wird sie dreimal aufgebaut, nämlich in West 3A, West 3B, West 3C. Was cool sein kann, was aber auch ins Geld geht. Das heißt, man muss sich schon überlegen, was schreibt man bei Location rein. Wir werden heute ein Google Kubernetes Cluster unter anderem aufbauen und da geben wir auch nur die Zone an und nicht die Region, weil ich habe ein Google Cloud Demo Account für den Stream und da hat man ein Storage Limit von 250 GB SSD. Und wenn ich das zu groß aufbaue, dann funktioniert es einfach nicht. Deswegen muss man halt gucken. Okay, also fangen wir mal an. Das ist jetzt hier so plus Vorgeplänkel. Eine Sache machen wir jetzt und da kann ich euch nur wärmstens empfehlen, sowas oder so ähnlich auch zu machen. Denn Terraform merkt sich, was es aufgebaut hat. Also wenn ich mit Terraform eine VM aufbaue, die den Namen Blob hat und die ID 1, dann merkt sich Terraform, dass es die aufgebaut hat. Und ich kann die mit Terraform auch einfach wieder löschen. Und wenn jetzt jemand anderes herkommt und an der VM rumschraubt, im Webinterface zum Beispiel, und ich dann Terraform ausführe, dann merkt das Terraform, dass der State von ihm anders ist als der State, wie er in der Cloud ist und kann das korrigieren. Also Terraform merkt sich, was es gemacht hat. Jetzt ist die Sache nur die, irgendwo muss Terraform sich ja speichern, diesen State, was es gemacht hat. So, wenn man es einfach nur normal ausführt, ohne was zu definieren, dann gibt es einen, ich glaube, man sieht es hier auch schon irgendwo, dann gibt es einen Terraform, lokalen Terraform-State. Bei mir, lokal auf der Festplatte. Das ist meistens nicht so sinnvoll, wenn man das mit mehreren Leuten benutzt. Deswegen gibt es eine Sache, die kann ich euch empfehlen, das so zu machen, und zwar das Ganze in einem Storage-Bucket zu speichern in der Cloud. Dann müsst ihr euch auch keine Gedanken machen über Logs von Filesystemen oder sonst was, sondern ihr speichert es einfach in der Cloud. Das ist natürlich so ein kleines Henne-Ei-Problem. Wenn ich den Terraform State in der Cloud speichern will, aber meine Cloud mit Terraform provisionieren will. Das heißt, das Storage Bucket, das muss ich einmal initial von Hand anlegen. Oder mit einem anderen Terraform Projekt, weil ich kann nicht das Projekt, den State managen und gleichzeitig das Bucket für den State anlegen innerhalb dieses Terraforms Environments. Ist logisch, oder? Ich meine, er kann ja schlecht sein State speichern, bevor er das angelegt hat. Er kann sich anlegen, bevor er sein State speichert. Terraform Init. Genau. Also man macht ein anderes Terraform-Projekt oder wie wir es jetzt hier von Hand, in dem Fall von uns hier, wir machen das von Hand. Also wir gehen jetzt nach Cloud Storage. Kann sein, dass wir das noch enablen müssen. Nee, müssen wir nicht. Create. Na, ist der Sound schon vorbei? Machen wir kurze. Nee. Hallo? Okay, Einfach kein Sound drin, nice. So. Wir legen jetzt ein Storage Bucket an. Das nennen wir jetzt einfach. Wie habe ich unser Projekt genannt? Kaggle Stream 1. Kaggle Stream 1 Tools. So. Continue. Region. Legen wir auch Europe. West Frankfurt an. Next. Standard, Next, Uniform, Next. Und jetzt, ja, Create. Ja, Public Access gibt's nicht. So. Und jetzt müssen wir noch eine Sache machen, die oft zu Verwirrung führt. Und zwar, wenn man ein neues Projekt anlegt, dann Login.
dann muss man sich nochmal neu einloggen. Oder man macht nochmal einen G-Cloud Init. Das geht auch. Man muss sich nochmal neu einloggen. Und ich glaube, man kann dann angeben, Project oder sowas. Ja. Und wir loggen uns hierfür ein. Ja, bei mir macht er den Fall. Ja, GCP, Test Account, Allow. Weil ansonsten hat man nachher Probleme, dass man manchmal keine Berechtigung hat, wenn man sich nicht explizit für das neue Projekt nochmal mit dem Google-Tool eingeloggt hat. So, aber jetzt sollte eigentlich alles funktionieren. So, wir haben unser Storage-Bucket angelegt, was eigentlich jetzt hier stehen sollte. Ah ne, ich bin schon drinne. Ja, verwirrt. So, also wir haben hier unser Storage-Bucket. Und dementsprechend können wir Terraform jetzt sagen, schreibt das mal hier rein. Das ist wieder Darkreader, schon wieder richtig am Abspacken. Guckt es euch mal an. Dreckstool, Alter. Kennt ihr mal eine gute Alternative zu Darkreader? So, und jetzt müssen wir Terraform sagen, dass es den State da speichern soll. Und das macht man... Hallo? Backend? Backend GCS... Frag mir nicht, wofür GCS steht. Google Cloud Storage wahrscheinlich. So, Bucket. Da kommt jetzt das rein, was wir gerade angelegt haben. Und jetzt kann man, um das noch besser zu strukturieren, kann man ihm noch sagen, dass er einen Prefix angeben soll. Ein Prefix ist quasi ein Ordner. Da kann man jetzt entweder sowas machen wie Terraform State oder man könnte sowas machen wie Terraform Dev State, wenn man mehrere Environments hat. Wir machen einfach mal nur Terraform State. Und applyen das mal und gucken, ob das alles funktioniert. Wie gesagt, es passiert noch nichts, weil wir haben noch gar keine Ressourcen definiert. Aber wir gucken mal, ob so die grundsätzliche Sache funktioniert. Apply. Bam. Achso, init. Erstmal. Yes. Apply. Hat applied. Hat funktioniert. Nice. Das heißt, wir sollten jetzt in diesen Tools, falls Terraform schon was reingeschrieben hat, einen Terraform-Ordner haben mit unserem State drin. Und jetzt brauchen wir die Buckets nicht mehr. Hat sich erledigt. Warum ich das nicht von AI generieren lassen? Weil mein Chat ist einfach mehr Pfeifett als AI. Ich mache Chat-Driven Development. Wenn ich nicht weiter weiß, frage ich den Chat. Das hat bessere Ergebnisse als Chat-GPT. Gut, und jetzt können wir anfangen, unsere Ressourcen anzulegen. Das erste, was wir anlegen müssen, damit wir unser Google-Projekt ordentlich konfigurieren können, ist, also aktuell sieht man noch nichts und zurzeit ist noch nichts passiert. Er hat nichts angelegt, er hat im Prinzip einfach nur sein State initial einmal gesynkt. So, das erste, was wir brauchen, ist ein Netzwerk. So, 1-vpc.terraform. Es heißt VPC, ich glaube Virtual Private Connection oder Cloud. Weiß gar nicht, wofür das steht, es ist im Prinzip ein Netzwerk. Virtual Private Cloud, so rum, ja. Da kann man Netzwerke angeben, was man anlegen möchte in der Google Cloud. Es gibt eine Sache, die copy-paste ich mir jetzt mal. Die habe ich straight geklaut aus dem Tutorial-Video, was ich heute geguckt habe. Wie gesagt, ich habe euch das Video ja gezeigt. Könnt ihr euch auch mal angucken, ist nicht schlecht gemacht. Und zwar, wenn man ein neues Projekt anlegt, muss man ja erstmal alle APIs aktivieren. Ja? Zum Beispiel, wenn ich jetzt aktuell hier reingehe und sage Compute Engine VM Instances, sagt er mir, ja nee, nix VM Instances, es ist nichts mit VMs, du musst erstmal die Storage, die Compute Engine API aktivieren. Kennt ihr mal eine gute Okay, warte mal. Dark Reader Alternative. Hatte Firefox nicht sowas eingebaut mittlerweile? Das ist richtig... Richtig mies, Mann. Firefox allows you to add things. Nee. Add-on und Themes. Nee, das brauche ich ja nicht. Nee, Chrome hat es auch nur für Webseiten, die das unterstützen. Haben wir hier. Ah, super. Sehr vertrauenserweckende. Dark Reader hat auch verschiedene Modi.
Okay, welchen Modi soll ich verwenden, dass meine Google Cloud-Seite nicht immer abscheißt? Was in Chrome? Okay, ich bin jetzt zwar nicht eingeloggt, aber sagt mal, wo kann man hier in Chrome? Geh mal auf den Reiter More. Hier? Und dann? Auto Dark Mode for Web Content. Moment, warum ist denn das hier dark überhaupt gerade schon? Ah, weil ich auch einen Dark Reader anhab. Keck. Dark Mode Enable. Relaunch. Nee, das ist. Ach, geht das jetzt? Ja, da machen wir es doch einfach in Chrome. Lull. Da machen wir das doch einfach in Chrome. Warum kann das Chrome und. Warum kann das Firefox nicht? Warum kann das nur Chrome? Was ist das? Was ist das? Was ist da los? Als besser ist. Okay, nice. Ja, dann machen wir das doch so. Dann haben wir überhaupt keine Probleme mehr. Also, wo bin ich stehen geblieben? Genau. Manche Sachen, seht ihr ja hier, muss man erst aktivieren. Passwort-Leak, ich habe überhaupt kein Passwort geleakt. Es sind ja nur Sternchen, was man eingibt. Und wenn ja, was ich geleakt habe, was habe ich eingetippt? Hä? Was habe ich eingetippt? So, also, wenn man ein Projekt neu anlegt, das ist eine Playlist hier. 2015 Epic Chill Step Collection. Wurst 1, 2, 3, Scheiße, leakt. Wenn man ein neues Projekt anlegt, da sind ja manche Sachen nicht aktiviert. So, und das habe ich ja direkt straight aus dem Tutorial-Video gerippt. Man kann die Dinger so einschalten. Das heißt, wenn ich jetzt mein Terraform-State apply, dann schaltet das erstmal die APIs ein, was man machen muss in einem neu angelegten Projekt, bevor man eben diese APIs verwenden kann. Ist eigentlich logisch. Warum wir das hier reinmachen? Vielleicht sollten wir das ja auch hier gar nicht reinmachen. Sondern eigentlich gehört das doch eher noch in Provider, oder? APIs einschalten. Würde ich mal sagen. So. Also, jetzt legen wir ein Netzwerk an in der Google Cloud. Netzwerk anlegen in der Google Cloud ist auch nicht sonderlich kompliziert. Wir müssen sagen, Google Compute Network. Man darf kein Enter drücken, weil Visual Studio Code wieder rumbuggt. Jetzt können wir uns einen Namen ausdenken dafür. Wie nennen wir unser Netzwerk? Default ist übrigens schon belegt. Man kann sein Netzwerk nicht Default nennen. Wir können es Global oder so oder keine Ahnung. Kekkle Network, ja. Beste. Da kann man dann so Sachen angeben, wie zum Beispiel Name, was man nicht wirklich angeben muss an der Stelle, glaube ich, dass nicht das Pflicht ist. So, jetzt wird es ein bisschen spannender, was man für sein Netzwerk angeben kann. Routing Mode, Regional. Also wir brauchen das nicht irgendwie sonst wo. Ich will nicht von Europa in die USA oder sonst was mit dem Netzwerk. Das reicht, wenn es regional verfügbar ist. Aber wenn ich jetzt die Region ausnutze, dann wäre das so schon mal ganz, ganz sinnvoll. Routing Mode Regional. Dann wollen wir Auto Create Subnets. Das soll auf False gehen. Also sprich, ich will alle Subnetze auch gefälligst von Hand anlegen. Und dann kann man sagen, Delete Default Routes on Create. Und das machen wir auch False, weil, das ist tatsächlich eine wichtige Geschichte, kann man Terraform auch lokal ausprobieren zum Lernen. Ja, aber es bietet sich an, sich einen Test-Cloud-Account zu machen, um da ein bisschen rumzubasteln. Ich meine, das ist ja lokal bei mir hier. Ich provisioniere halt Cloud-Sachen. Du kannst auch KVM und sowas provisionieren, aber
so wirklich cool ist Terraform eigentlich nur für Cloud-Anbieter. Das heißt, du kannst dir irgendeinen Probe-Account machen bei irgendeinem Cloud-Anbieter und damit rumspielen. Das ist im Prinzip egal, ob es jetzt Google, Azure, AWS, DigitalOcean oder sonst was ist. Ich würde einen der drei großen empfehlen, weil man da eben mehr Möglichkeiten hat, weil die mehr anbieten. Da kann man auch beispielsweise mal Managed Datenbank drüber anlegen und solche Geschichten. So, aber das hier ist wichtig. Das würde ich tatsächlich auf False setzen, denn sonst löscht er die Route, womit man ins Internet kommt. Also das Netzwerk hat nach dem Erstellen eine Default-Route, wo man ins Internet rauskommt, zum Beispiel über für Packages, Package-Updates. Und naja, die will ich ja nicht löschen. Die soll ja gefälligst da bleiben. So. Und jetzt können wir noch was machen. Das ist auch übrigens straight aus dem Tutorial-Video gerippt. Depends on. Ich vermute mal, dass man das nicht braucht. Aber er hat das trotzdem gemacht. Und ich mache das jetzt an der Stelle auch. Weil, also meine Vermutung ist übrigens, das Autocomplete ist mega, mega pepega. Ja, das kann nur einmal Autocomplete und so, Container. So, das soll er erst machen, nachdem die ganzen APIs aktiviert wurden. Da wäre ich ohne das Tutorial-Video gar nicht drauf gekommen. Also das ist auch schon mal sinnvoll so. Also, depends on, dass er das erst macht, nachdem das hier durch ist. Danach müssen wir uns um Abhängigkeiten und so erstmal keine Gedanken machen. So, was er jetzt macht ist, er erstellt ein Netzwerk. Und euch wird vielleicht auffallen, dass bei diesem Netzwerk so ziemlich alles fehlt, was ein Netzwerk ausmacht. Zum Beispiel IPs, Subnetze, Gateways und sowas in der Richtung. Das gibt man an der Stelle noch gar nicht an. Das ist quasi nur der Container für weitere Netzwerke, den man hier anlegt. Wenn man jetzt wirklich richtige Netze anlegen will, dann macht man das mit Subnets. Also legen wir eine neue Datei an. New File. 2. Subnet.tf. Und da gibt man jetzt ein, dass wir ein... Jetzt wollen wir kein Google Compute Network haben. Jetzt wollen wir ein Google Compute Subnet haben. Alter, wie das nicht funktioniert mit dem Enter drücken. So, und das kriegt den Namen. Brauchen wir da mal. Das Schwierigste sind Dinger zu benamen. Muss man eine Kreditkarte hinterlegen für einen Free Account? Ja, aber der. Ja, musst du. Aber der Free Account ist. Der wird nicht belastet. Also der ist hart gecapped auf $300. Und du musst explizit es danach aktivieren, dass Abbuchung startet. Wie gesagt, es macht keinen großen Unterschied, wo du es ausprobierst. Ich glaube, Google hat $300 gratis pro Trial. Ich glaube, Azure hat €200 gratis Trial und ich weiß nicht, was AWS hat. So, wir brauchen einen guten Namen für das Netz. Ist einer mal Global genannt? Internal. Ja. Fällt gerade nichts anderes ein. So, Internal. Global und Internal. Ergibt eigentlich, die Bezeichnung ist eigentlich ziemlich, ziemlich pepega von mir. Gerade kann sich keiner was drunter vorstellen. So. Und da muss man jetzt Sachen angeben, wie zum Beispiel Subnets Ranges und sowas. Also kann man dem Ding nochmal einen Namen geben. Internal Network. Internal soll das ganze Ding heißen. Und jetzt muss man angeben, eine IP-SIDR-Range. Chat, wer hat in der Berufsschule aufgepasst? Für was steht das Ganze? Nicht googeln? Wer weiß es? Classless? Classless? Einmal please vervollständigen, Chat. Classless Interdomain-Routing. Excellent. Fivehead. Habt ihr gegoogelt oder habt ihr es gewusst? Seid mal ehrlich. Jetzt sind sie alle ruhig. Jetzt sagen sie alles. Ihr habt alle gegoogelt. Exposed. Exposed. CCNA. Ja gut, dann weißt du das. Classless Interdomain Routing. Und da gibt man jetzt so die altbekannten Dinge an, ja? Zum Beispiel 10.10.0/24.
zum Beispiel. Ja, man könnte auch slash 8 oder irgendwie sowas angehen, aber slash 24, brauchen wir kein Komma, slash 24 sollte uns an der Stelle erstmal ausreichen. Jetzt geben wir eine Region an. Und an der Stelle hier geben wir jetzt auch wirklich eine Region an, denn das Netzwerk ist regionübergreifend. Also alle Zonen in dieser Region funktionieren mit diesem Netzwerk. Wir geben eine Region an. Dann muss man noch ein übergeordnetes Netzwerk-Container oder wie auch immer man es nennen soll, also das hier, was wir hier angelegt haben, angeben. Und das kann man jetzt referenzieren an der Stelle. Und zwar kann man jetzt sagen, Google Compute Network Global. Das ist das, was wir vorher angelegt haben. Das bietet er mir in der Autovervollständigung schon an. Dann kann man noch angeben. Kann ich übrigens auch mal. Ich glaube, hier muss man noch ID machen. Oder? ID oder Self? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob so auch funktioniert. Das ist nämlich auch so eine Feinheit, die ich heute gelernt habe. Jedes oder das meiste dieser in Google Cloud Ressourcen, die haben ein Attribut, das nennt sich Self-Link. Und das kann man bei anderen Ressourcen hinzufügen, dass automatisch Abhängigkeiten definiert werden. Also sprich, wenn ich das hier hinzufüge, das bedeutet, dass Terraform weiß, das hier muss zuerst angelegt werden, bevor das hier angelegt wird. Oh, das geht mit dieser Self-Link-Geschichte. Mal gucken, ob das an der Stelle auch funktioniert. Okay, dann müssen wir noch Folgendes angeben. Private IP Access gleich True. Wir wollen ja nur, steht hier, man kann übrigens hovern und dann gibt es Hilfe angezeigt, ja. When enabled, VMs in Subnet without external can access. Ja, wollen wir. Wir wollen von der Google APIs, wir wollen ja von VMs beispielsweise unser Kubernetes Cluster draufkommen. Und jetzt was ich so ohne das Tutorial, was ich geguckt hätte, im Leben nicht rausgefunden hätte. Wie gesagt, ich rede von diesem Ich habe mir dieses Tutorial-Video heute Mittag angeguckt. Das hier vom Anton. Und er hat das wirklich gut erklärt. Sonst hätte ich das jetzt an der Stelle beispielsweise gar nicht gecheckt, dass man das machen muss. Und zwar ist es jetzt so, wir applyen das mal. Ich zeige euch jetzt erstmal sehr gute Tutorials. Oh nee, Leute, fuck, Alter, ich krieg jetzt gerade wieder Bauchweh. Da habe ich jetzt ja gar keinen Bock drauf. Ich habe heute Abend noch 2 Stück Pizza gefuttert. Nicht schon wieder Stream, wo ich kacken gehen muss zwischendurch. Pepo Pupu Toilet Fire. So, ich apply das jetzt. Dann kann ich euch mal eines der Vorzüge von Terraform zeigen. Also, apply. Terraform Apply. Jetzt sagt er mir, okay, was würde er anlegen? Er legt ein Compute Network an, er legt ein Subnet an mit dieser IP-Range und überhaupt passt. Jetzt kann ich sagen, yes, jawohl, leg den Shit an und gut ist. Mache ich jetzt. Und das dauert jetzt kurz. Ein paar Sekunden, so 20, 30 Sekunden oder so. Oh Leute, ich hab Bauchweh. Fuck, Mann, von 2 Stück Pizza kann doch gar nicht sein, Alter. Deswegen gehe ich in Frankfurt auch nichts mehr essen. Weil ich habe übelste. Ich vertrag vieles nicht mehr. Oh, ich muss mal kurz aufs Klo. Fuck. Bin wieder da.
So, Leute, wir müssen morgen weitermachen. Zum Glück haben wir noch gar nicht richtig angefangen. Ich werd wahrscheinlich morgen Mittag, wenn wir das Ganze fertig machen. Das klappt heute nicht mehr. Wir sehen uns bis dann, CU.